Weiter geht's hier in Let's Play Pokémon Smaragd. Da stecke ich direkt mal einen Doppelkampf als erstes an. Ja, und ich hoffe, dass wir heute die Safari-Zone erreichen werden. Das heißt, dass wir vielleicht sogar noch ein bisschen was fangen können. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die Karte angucke, das ist schon sehr, sehr weiter Weg. Das heißt, naja, bin mir unsicher. Vor allem, ich werde sowieso einen Zwischenstopp in der einen Stadt da machen. Außer es gibt dort bei der Safari-Zone eine Möglichkeit, sich zu heilen. Weil irgendwann werden wir wahrscheinlich die AP zu knapp werden. Also, ich kann den Kreislauf zwar trotzdem ohne Pokémon Center fertig bringen, aber das wird, glaube ich, schon eine knappe Geschichte dann. So, Pudox und Zwirlicht als Gegner. Zwirlicht, glaube ich, das erste Mal, dass wir das sehen. Und ich würde sagen, nein, nicht Donnerwelle. Donnerblitz auf Pudox. Ja, Hauptsache das Pudox ist weg, weil das könnte Reptin sehr gefährlich werden, ne? Okay, geht sich aus. Volltreffer, nice. Wirkt schon fast so, als wäre es sich ohne Volltreffer gar nicht ausgegangen. Die haben sogar jeweils immer zwei. Papinella, das Gegenstück kommt gleich direkt von Wampel. Da ist dann aber wenigstens Voltenso sehr effektiv, seine Attacke. Als ob der... Oh, wow, das war's ihm wert. Dass es mir gefehlt hat, richtet er einen Schaden an. Wunderbar. Ah, ich juckt sie nicht, was ich einsetze. Es ist auf alle Fälle jetzt gleich Nummer 1 vs. 2. Im Papinella, da ist es wirklich sehr effektiv. Da er Pudox Giftkäfer ist, währenddessen Papinella Flugkäfer hat. Ich wollte gerade sagen, Fluggift stimmt natürlich nicht ganz. So, Voltenso 36. Ich hatte gerade gedacht, Reptin hat es endlich, aber ne. Da fehlt noch ein bisschen was. Ja, ich werde das heute einfach mal voll machen, also irgendwie gucken, dass Reptin 36 wird. Sollte er sich da nicht entwickeln, habe ich eh Pech gehabt. Was ist das bei 38? Ich bin auch immer zu faul, dass ich da erstmal nachgucke. Schuppets. Gut, das ist eins, was mir relativ wenig sagt. Ich kenne es zwar, aber ja, mehr auch nicht. Schauen wir mal, was die Schockwelle macht. Ich glaube, Schuppert ist immer das, was ich früher gerne immer verwechselt habe mit Formeo, weil mir die sehr ähnlich aussehen. Mittlerweile habe ich den Unterschied kapiert. Heißt aber nicht, dass es nicht heute auch noch vorkommt, dass ich ab und zu mal Pokémon vom Namen vertausche. Oder noch besser, Pokémon, die ich nicht mal weiß, dass sie existieren. Ich denke mir immer so, ja, du hast sicher jedes Pokémon sicher schon einmal im Leben gesehen. Und dann taucht, glaube ich, sogar aus der Gen, oder ist es aus der zweiten? Ich glaube sogar, dass es jetzt aus der dritten ist, Perlu auf, und ich denke mir so, hä? Woher? Habe ich letztens irgendwo wieder mal gesehen, also vor dem Let's Play noch, ist mir Perlu untergekommen und ich dachte mir so, hä? Wer bist du? Ich meine, ich glaube sogar, dass am ehesten, wo ich Pokémon vergessen könnte, wird wahrscheinlich die 8. Gen sein, weil die habe ich überhaupt nicht gefühlt. Da gibt es sicher das eine oder andere, was ich gar nicht mehr im Kopf habe, dass es überhaupt existiert. Allgemein, ich weiß nicht, also ich habe zu die 8. Gen gespielt, auch Let's Played, aber ansonsten habe ich die eigentlich relativ übersprungen. Also ich habe nur das Let's Play durchgemacht und das war's dann. Bei Purpur war es das gleiche, aber da habe ich mich ein bisschen mehr befasst mit meinem Team und so alles und allgemein mit dem Spiel. Das war bei Schild nicht so. Das ist auch der Grund, warum es irgendwann mal ein Schild Remake geben wird, also wenn wir spätestens bei der 8. Gen sind. Weil wenn man sich das Team anguckt, mit dem ich Gen 8 durchgespielt habe, oh mein Gott. Da kann man sich nur auf die Schirn fassen. Mein Gefühl sagt mir, ich musste irgendwie... Ja, okay, da unten auf alle Fälle. Schauen wir mal. Nein, das wollte ich nicht. Ein Pfiffen, wow. Das wollte ich nicht. Aber ich bin mir sicher, hier liegt ein Item. KP Plus sogar. Ach, verdammt, mein Rucksack mal wieder. Ja, es ist dringend nötig, dass wir in ein neues Pokémon Center kommen. Ich kann nicht alles wegwerfen, was ich da finde. Das geht nicht, liebe Leute. Habe ich wieder irgendwas, was ich gleich direkt verwenden könnte? Ich schmeiß jetzt das Ding hier weg, es juckt mich nicht. Ich habe noch immer meine Laberkekse, das reicht mir. Vor allem, es kommt so selten vor, dass ich gerade einen Statuseffekt bekomme. Deswegen passt das. Und wieder der letzte Grasbüschel hat ein Pokémon. Mirapla. Yay. Wollen wir ein Giflo haben? Könnte man den Blattstein loswerden? Nee, natürlich nicht.
Vor allem hätte ich eh keinen Platz. Das ist das Problem. Ah, ich glaube, ich weiß schon, was hier jetzt für eine Route kommt. Also davor, okay, davor wartet die Magua. Ein Schuppet mal wieder. 28. Mittlerweile werden die Wilden auch ein bisschen stärker. Zumindest so auf Trainer-Level, sage ich jetzt mal. Aber das soll mir recht sein. Und den wollte ich eigentlich herausfordern, der hat mich jetzt gerade irgendwie einfach ignoriert. Schaut direkt weg, nachdem ich ihn angucken will. Aber was hat dieses Team Aqua da vorne schon wieder vor? Ich meine, so viel Zeit ist noch nicht vergangen seit dem Klimainstitut. Kecleon, yeah. So, ich glaube, da ist es besser, wenn ich wechsle wieder auf meine Kamerup-Taktik. Für alle, die es interessiert, warum ich ein Kecleon mit habe, der einzige Grund ist wirklich einfach nur, weil es gerade Ding kann, der Schneider. Und ich gerade die Fliegen vor allem nicht brauche. Ansonsten wäre eh noch Pelipper an meiner Seite, aber gerade brauche ich ihn nicht, deswegen alles gut. So, und jetzt haben wir wieder eine schöne Intensität raus. Let's go. Ein 7er. Es geht stärker, aber es reicht auf alle Fälle. Yay! Ja, wie schon im letzten Part erwähnt übrigens, also die Routen, die jetzt kommen, das wird wahrscheinlich ein bisschen langweiliger sein, aber freut mich natürlich trotzdem, wenn ihr es euch anguckt. Aber ich warne euch nur mal vor, weil das ist jetzt halt so viel Kämpfen und Routen und so weiter. Also der Kreislauf hat so wenig Städte. Zwei an der Zahl und das war's. Und diese Fahrradzone eben. Und den Kreislauf abschließen werde ich, wie gesagt, auf alle Fälle. Da gibt es sicher noch das ein oder andere Item oder die ein oder andere TM, die mir nützlich ist. So, für Peters kriegt erstmal schön aufs Maul. Ich habe das zweite Mal, dass wir erst einen Vipiten sehen. Das erste Mal war dort bei den Meteorfällen. Gut, und Gott, er war mittlerweile auch fast die Level 33. Ja, also das muss ich auch mal wieder ein bisschen trainieren. Nur das Problem ist, in letzter Zeit kommt ja relativ viel Unlicht oder anderes. Da wird es natürlich ein bisschen schwierig. Okay, wir sind auf dem Weg zum Pyroberg. Achso, stimmt, der ist ja auch dort in der Nähe. Den gibt's noch und ich glaube, ich habe hier die Safari-Zone. Warte, heißt das, der Balken ist jetzt schon vorbei? Das müssen wir jetzt nicht wirklich erzählen, oder? Pokenuff, was sagst du? Tatsächlich, lol. Das ist auf einmal komplett übersprungen. Das hier dauert eine halbe Stunde, der kleine Ding. Und das hier, 5 Minuten noch. Ein bisschen mehr, 6 Minuten noch. Ah, ja, Spiel. Hier war das Schneider-Thema. Ich glaube, das war nur das Geheimversteck, oder? Also war jetzt nichts, was irgendwie runterführt, ne. Gut, hier haben wir ein Item. Zink. Das heißt, ich muss mal wieder meinen Beutel ein bisschen leeren. KP plus. So, wer hat wenig KP? Also für Kamerup, das ist eigentlich sehr lächerlich, muss ich sagen. Bei 35. Zu Heidu hat auch immer so... Nee, komm, ich geb's Kamerup. Also 96 KP bei 35, bei so einem Ding, was er ist. Weiß nicht, Leute, weiß nicht. Safari-Zone gucken wir uns gleich an. Ich laufe jetzt erstmal in die nächstgelegene Stadt, glaube ich. Das ist dringend nötig. Ich brauche das Heal, unbedingt. Pandy und Letter King. Okay. Immerhin ist das Letter King nicht so stark, wie wir es kennen. Nämlich von meinem Vater damals, wie er den Arena-Kampf hat, ne? Also das Leather King muss sofort raus. Rein angenommen, das kann wieder so eine Scheiße wie Fassade, dann wird's kritisch. Wow. Ey, dieser dumme Zertrümmerer. Ich setz den gar nicht mehr ein, ne. Das reicht mir. Und Hypnose. Okay. Nee, aber jetzt ernsthaft, also der Zertrümmerer, der ist absolut useless. Okay, jetzt kann ich eh auf Pandya gehen, weil der pennt leider. Aber Leather King zumindest wird jetzt eine Runde vorlenzen, das passt. Dann kann ich wenigstens das Pandya mal rausnehmen. Ach lol, ich schaue die ganze Zeit auf das falsche Level. Ich dachte gerade, Leather King wäre die ganze Zeit Level 30.
Und wieder Hypnose. Diesmal funktioniert es aber nicht. Ja, ich würde sagen, bevor der andere auch einpennt. Wird sich der Absorber ausgehen? Ich hoffe ja. Voltens ist aufgewacht. Nein, und ist jetzt auf Ruckzuckieb. Okay, Pandi ist weg zum Glück. Keine weitere Hypnose. Aber Gina kommt, okay? Also jetzt werde ich auch gleich wieder einpennen. Mann, warum kann er nicht Reptain einpennen lassen? Hätte ich wenigstens Schlafrede. Aber nee, natürlich nicht. Was habe ich denn Scheiß eigentlich? Ja, ich weiß für gar nichts. An der Stelle, die Schlafrede wird sich auch bald wieder verabschieden. Ne? Ich dachte mir so, das bringt was, aber aktuell, nee, nicht wirklich. Und Reptain will nicht Level Up werden, das gibt's doch gar nicht. Oh nee, warte mal, war das so ein... Ja, okay, da kommen noch ein paar Kämpfe bis zur Stadt. Verdammt! Ich guck da, glaube ich, doch erst in die Safari-Zone rein. Okay, hier gibt's da nichts zum Heilen. Ja gut, wie machen wir das? Oh, jetzt ist dieser Ding. Ja, okay, weg mit dem. Ich meine, ich könnte es ja eigentlich auch sonst so machen, ne? Kreislauf beenden, ne? Vor uns erhebt sich der Pyroberg. Er ist das natürlich gewachsene Monument der Geister, der von uns gegangenen Pokémon. Hä? Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich es angehen soll, aber nee. Okay, wir gehen doch lieber zur Stadt erst. Ich weiß nicht, was mich da auf diesem Pyroberg erwartet. Wahrscheinlich irgendwas Abnormes. Das Ding ist ja am Wasser, stimmt's? Ich meine, ich könnte auch überlegen, ob ich zuerst den Arena-Kampf mache oder so, aber also den 7. Arena-Orden, aber... ich weiß nicht, ob ich dafür schon stark genug bin. Ich meine, es kann auch sein, dass ich mich da komplett vertue. Das Makuhita nervt schon wieder. Ich meine, wir können es ja rein theoretisch einfach austesten. Ich gehe mal in die Arena rein und fordere den ersten heraus. Wenn ich das sehe, okay, der ist so Level 35 oder so, dann werde ich mich gleich zurückziehen. Weil da macht es dann keinen Sinn. Weil bei 35 ist anzunehmen, dass der Arena-Leiter irgendwas bei 40 aufwärts ist und da hätte ich dann keine Chance. Aber ich weiß nicht mehr, was für ein Typ da jetzt kommt bei der 7. Arena. Oder hatte die Stadt überhaupt eine Arena? Müsste eigentlich. Muss schon, weil ich habe ja... Doch, doch, das muss sein. Also, beziehungsweise es kann sein, dass sie irgendwo im Wasser ist bei irgendeiner Stadt. Okay, es muss nicht sein, dass da eine Arena ist. Wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ich baue ja Taucher für die letzte, weiß ich. Das heißt, da waren ja einige Inseln. Das heißt, auf irgendeiner Insel von irgendeiner Stadt könnte... Moosbach City ist doch auf irgendeiner Insel. Genau, ich glaube, das hat eine Arena. Könnte sein, dass das so ist. Also, dass dieses Seegras-Ding, was auch immer die Stadt hieß, gar nichts hat. Tropius gibt's auch hier. Okay. Wenigstens ein stärkeres. Nee, bitte nicht. Oh Gott, muss das sein jetzt? Scheinbar ja schon, weil sonst würde er es nicht machen. Mann, die halten das aber auch alles aus, das regt mich auf gerade. Wachstum, okay. Also mittlerweile wäre ich froh, wenn Voltenso vielleicht statt der Schockwelle sogar irgendwas, was alles trifft. Wie heißt das? Ladevorgang? Ne, Ladevorgang war das zum Elektro-Attacke-Ding verstärken. Aber es gab da irgendeines. Ladungsstoß, glaube ich, genau. Was alles trifft in der Nähe. Fritzerblitz. Okay. Ja, es wird die letzte Laubklinge gewesen sein, aber mehr wird doch dann nicht mehr eingesetzt werden, ne? Ich
Weil dann hat Reptain sowieso sein Level Up, was ich wollte. Und ich hoffe, dass ich es bis zum nächsten Ding, bis zum nächsten Pokémon Center schaffe, irgendwie auch ohne Reptain. Gut, das Fritzelblitz ist auch weg. Hoffe ich. Ja, ist weg, okay. Gut ist. Das war ein interesting Fight auf alle Fälle. so ganz schwache Pokémon zuerst und dann auf einmal kommt ein Tropius daher. So, bitte sag, es entwickelt sich. Ja, Gott sei Dank, es war 36, okay. Zurücklehnen und genießen, Leute, die erstmal letzte Entwicklung. Da haben wir's. Glückwunsch! Dein Reptil wurde zu Gewaldro. Das ist wirklich eine schöne Nachricht für heute. Ich meine, er lernt keine neue Attacke. Okay, das ist halt so, Leute. Achso, warte, falsche Taste. Falsche Taste, ey, da muss man immer so ein bisschen warten, bis sich der Pfeil bewegt. Und auf einmal drückst du nochmal auf Beutler. Ja, also Gewaldro erstmal raus. Ja, ich mach das jetzt weiter mit Gourdevoir. Digga, was ist denn da bitte? Das ist ja wirklich eine... Oh ja, klar, und ich muss einmal rundherum laufen. Mhm. Ich hatte mir schon gedacht fast, dass mich der früher sieht. Okay, wenigstens hast du nur eines. Voltenso, von mir aus. Voltenso kenne ich gut. Das ist gar nicht so weit weg von meinem eigentlich. Ja, passt, geht sich aus. Bin zufriedener. Also wenn ich mir daran denke, wie mein Voltenso teilweise abgeht, habe ich natürlich Angst, wenn da andere kommen. Begrenzer. Ah, das war das, dass die nicht das gleiche einsetzen konnten, wenn es ich auch habe. Jetzt mich überlegen. Gut, bei Doppelteam wäre es geil natürlich, aber... Nee. Wie hoch ist die Chance, dass ich es brauche? Sind wir jetzt ehrlich. Und dann beherrscht vielleicht irgendeine Attacke noch, die mir sehr effektiv schadet. Und dann bringt es mir erst recht nichts. So, bitte sagt, das Item da unten ist wert. Kapun! Okay, ich muss mir die ganzen Sachen einsetzen, die ich da unten habe. Zink kommt als nächstes dran. Alles klar. Ja, gleich Gewaldro, Spezialverteidigung. Dass wir daraus einen Beastmacher. Eisen haben wir auch noch für die normale Verteidigung. Nochmal einmal bei Gardevoir. Wir können es einmal bei Tohaido eigentlich auch machen. Das heißt, ich habe wenigstens wieder einen Platz frei, wenn da noch irgendein Item kommen sollte. Boah, rein angenommen, die Bären, die würden auch in der gleichen Tasche sein. Boah, also, da könntest du gar nicht mehr mit dem Wegwerfen hinterherkommen. Ja, der begrenzte Beutler. Einer der lästigsten Sachen aus den früheren Pokémon-Spielen. Weil wenn man bedenkt, wie klein das Teil teilweise war im allerersten. Also, ich habe ja mal die gelbe Edition angespielt. Wo man ja mit Pikachu reinstartet. Da ist das Ding auch so schnell voll, das glaubst du gar nicht. Und da musste ich dabei erstmal wieder zurechtfinden, weil da steht auch nicht dabei, was das für eine TM teilweise ist. Da stehen immer nur TM und die Nummer und da musst du erstmal immer dir im Kopf überlegen, welche TM war was nochmal. Das ist ein echt ein großes Problem, Leute. Aber ja, gelbe Edition, erstmal eh kein Let's Play wert. Wir waren ja erst in Kanto mit Feuerrot. Ist ja noch kein Jahr her. Achso, da war ich, stimmt, von da bin ich gekommen. Warum ist da oben so ein Zerschneiderbusch? Da muss wieder irgendwo was versteckt sein. Mal kurz gucken, hatte ich das Fahrrad an der Stelle oder nicht? Ja, leider schon, verdammt. Ich brauche ganz kurz mal meinen Detektor. Ja, da ist irgendwo was. Ich
Die Frage ist, in welcher Ecke? Hier ist es. Nuggets, okay. Das ist, sind sogar ein paar Poké-Dollar. Hier dafür nothing. Das sieht auch schon wieder so verdächtig aus an der Stelle. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich da so eine Sackgasse sehe, ich glaub's halt einfach nicht. Also verdammt, jetzt bin ich mir gerade wahr drin. Wieder Hyperheiler. Wunderbar. So, bitte lass was anderes aus dem Magna Jens sein. Da bin ich jetzt schon wieder im Nachteil bei Schuppet, oder? Ich kann es zwar probieren, aber ich glaube, das wird nicht viel abziehen. Insomnia, okay, er kann nicht einpennen. An der Stelle hatte ich hier nicht vor, weil ich habe ja fast keine Status-Effekt-Attacken. Okay, nee. Das geht sich sogar aus gegen Schuppet. Von mir aus nehme ich gerne. Ja, ein Doppelkampf wartet noch. Bitte schau rüber. Ja, das war gut. Und dann besiegen wir gleich beide auf einmal. Bitte lass dann die Stadt kommen. Ich brauche so dringend Heal. Zumindest für die AP. Von den Tränken habe ich eh genug, aber ich brauche dringend ein Pokémon Center für die AP. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war. Ich glaube, das war eh auch in Feuerrot. Da bin ich ja aus dieser aus diesem Mondberg, ja, wo man das Fossil bekommt, relativ spät auch erst rausgekommen. Da hatte ich nicht mehr viele AP übrig. Achso, nee, Blödsinn, das war danach erst. Nee, das war der Felstunnel, das war's. Da hatte ich ordentlich Glück. Kann ich mich noch ganz gut erinnern. Vor allem, weil die Höhle auch so lang war. Da hat Gold dann im Gegensatz nicht. Da warst du 5 Minuten durch. Und im Feuerrot hat es 2 Parts gedauert, bis ich da durch war. An der Stelle Mund hier auch interessant. Die Vorentwicklung von Leather King. Hätte ruhig ein Leather King sein können, bitte. Für die Level. Vielleicht kommt es aber noch. Tengulist. Okay. Sehen wir auch das erste Mal. Tengulist ist, glaube ich, sogar Typ Kampf. Das heißt. Aha, du bist raus, Junge. Okay, nee, es war Unlicht. Es war nicht Kampf. Scheiße. Okay, es ist noch nicht raus. Verdammt. Ah, das war Grabpilz, der Kampfplatz hatte, oder? Ja, stimmt schon. Ach, scheiße. Ja, Wachstum, ja. Er stärkt sich auch nochmal schön. Das war wieder mal der Klassiker. Okay, ist nicht mal sehr effektiv, verdammt. Ah, nicht mal normal effektiv. Ja, das ist jetzt blöd. Ich hoffe mal, dass das Tengulist nichts Böses vorhat. Aber eigentlich muss ich wechseln. Hä, Härtner? What the fuck? Was ist sein Plan? Ja gut, es ist eh egal, was ich mache. Aber... Wobei, warte, es ist nicht ganz egal, was ich mache. Zumindest, dass Gardevoir nicht getroffen werden kann. Wäre nice. Gut, hat er sonst noch irgendwas? Pfund, okay, also seine Attacken sind, ich sag mal, überschaubar. Da ist jetzt nicht wirklich was Interessantes dabei. Du bist ein Arsch. Das war ein Ast-Trainer, stimmt's, oder? Och Gott. Ja, das habe ich ja im letzten Part gelesen. Ast-Trainer setzt sich einfach immer Tränke ein. Und Donner trifft scheinbar bei Regen immer. Das war so der Kommentar vom letzten Part, den ich gesehen habe. Gut, das heißt, jetzt muss ich wechseln. Ja, juckt nicht, komm, Kamerad. Juckt nicht. Ja, man lernt natürlich durch die Pokémon-Projekte immer was Neues dazu. Und die Stachelspore ist mies.
Warum dann ausgerechnet Voltenso? So, und jetzt geh weg. Ja, juckt nicht mit der Paralyse. Er kann auch gerne nochmal Wachstum einsetzen, das hilft ihm alles nichts. Jetzt kommt der schöne Hitzekola und dann heißt es Adios, mein Freund. Gut ist. Lass bitte rechts da jetzt die Stadt kommen. Das ist das einzig Sinnvolle. Zuhaido 35, nice. Okay. Also mittlerweile kann ich Zuhaido dann bald den EP-Teiler wegnehmen. Der ist mittlerweile auf einer Stufe mit den anderen. Das passt. Das war einfach nur peinlich. Ja, von mir war sehr peinlich. Top-Beleber. Okay, den nehme ich schon mit. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja, und ich würde sagen... Ah, nehmen wir Kapo gleich. Nehmen wir es gleich. Für Gewaldro. Achso, das war Initiative. Scheiße. Gut, egal. Egal, passiert halt. Aber den Top-Beleber will ich haben. Das kommt gar nicht anders in Frage. Der kann mir Leben, der kann Leben retten, wirklich. Ich meine, es gibt das Vitalkraut auch noch immer, aber... Ja gut, eventuell werde ich den Top-Beleber vielleicht sogar einfach nur aufbewahren irgendwo. Und ich glaube, hier ist die Stadt, Gott sei Dank. Seegrasulp City. Wo das Land endet und das Meer beginnt. So, da ich jetzt in der Stadt war, müsste eigentlich eine Karte auftauchen. Tatsächlich, das ist keine Arena. Dann ist die halt wirklich erst am Meer draußen. Aber hier ist was ganz Wichtiges, was ich jetzt dringend brauche. Die Stadt ist halt relativ groß. Ich würde sagen, wir schauen uns die noch ganz kurz an. Was haben wir da eigentlich alles? Okay, das ist wieder dieses Kampfding. Der Hafen von Seegro... Die Fähre MS Zeit wird momentan in der Werft gebaut. Die Fähre wird sobald wie möglich ihren Dienst aufnehmen. Okay, also... Bringt mir noch nothing. Es sind jetzt so viele Häuser auf dem Weg, habe ich schon gesehen. Ey, was tun die bitte alle? Wir wollen super Pokeriegel im Bärenmixer machen. Alles klar. Die sind alle ein bisschen süchtig gerade nach Bärenmixer, sehe ich schon. Ja, habe ich gehört. Nur das Problem ist, es bringt mir nichts. Weil da braucht man wen anderen. Den ich hier leider nicht mitnehmen kann. Aus besonderen Gründen. Ihr könnt es euch schon denken, ja. Unten ist ein schöner Felsen da. Achso, warte mal. Okay. Ich glaube, weiter schaue ich mir das Ganze noch nicht an. Weil ich glaube, da geht es ja dann. Genau, da rechts sehe ich schon Team Aqua. Warte mal, was? Trainer-Fanclub. Die Namen von Trainern sind auf dem Schild eingeritzt. Genau, da ist Team Aqua. Das hat irgendwas Story-Relevantes nämlich noch. Da ist... Oh, das ist Maike! Okay, nee, das ist Story-Relevant. Das werden wir erst später machen. Ich würde sagen, wir nehmen es zur Kenntnis, dass wir uns heilen konnten. Und beim nächsten Mal geht es dann bei der Safari-Zone weiter. Da werden wir reingucken und dann halt bei der Route unten weiter. Also, bis dahin. Ciao, ciao!